Hallo, liebe Zuhörer, und herzlich willkommen zu Folge 12 von Autism Talk, Thema Studium. Mein Name ist Nick Duetrange und heute sprechen wir über mein misslungenes Studium. Ihr habt in den letzten Teilen gehört, dass ich erwachsen geworden bin, zumindest gesetzlich. Ich habe mein Abitur absolviert, ich habe meinen Führerschein gemacht. Und dann hieß es auch natürlich, was wird dein beruflicher Werdegang sein? Und da ich ein Abitur hatte und auch meine Familie natürlich sehr dafür war, bin ich auf die Universität gegangen. Das Problem war, ich wusste nicht wirklich, was ich machen soll. Also habe ich geguckt, was könnte mich interessieren. Ich war schon immer an Politik und so weiter interessiert. Also ich gedacht, na, wie wär's denn mit Politikwissenschaften? Aber das durfte ich auf der Uni, die mich genommen hat. Ich habe mich auf einige beworben, aber nur eine hat mich hat zugesagt. Da durfte ich das nicht alleine machen. Also ich musste quasi noch ein Nebenfach wählen, da habe ich dann Jura genommen, das auf Wunsch meiner Familie, weil sie gesagt haben, ja, du wirst dann zwar kein Jurist, aber du hast dann ein gewisses Wissen und naja, das interessiert dich auch ein bisschen, wie es gesetzlich alles so funktioniert. Dann habe ich so gesagt, ja, ich hatte keine Lust aufs Studium, muss ich ganz ehrlich sagen, aber um ja, meine Familie nicht zu verärgern oder nicht zu enttäuschen, habe ich dann gesagt, okay, ne, ich kann es ja versuchen, das wird ja schon irgendwie klappen, durch die Schule habe ich mich auch durchgemogelt. Mache ich halt eben einen Bachelor, mein Gott, wenn ich begabt bin, genug bin, vielleicht sogar ein Master, aber ich habe gesagt, ach komm, Bachelor ist in 6 Regelstudienzeit, ach, hänge ich noch ein Jahr dran, passt schon irgendwie. Nun, dann wurde es ernst, ich musste dafür umziehen, weil die Uni relativ weit weg von meinem Wohnort gewesen ist, war auch nicht so leicht, aber ich konnte mit Mühe und Not einen Platz in einem Studentenheim ergattern und dann ging es auch schon los mit der Ersti-Woche. Die Ersti-Woche, die findet vor dem neuen Semester immer statt und ist quasi eine Woche nur regelmäßige Veranstaltungen für die Neulinge, damit sie überhaupt wissen, wie alles funktioniert. Eine Begrüßung durch den Direktor, wie organisiert man seine Module, also all diesen ganzen Quatsch, den man zur Selbstorganisation des Studiums braucht, der wird da erklärt. Und da habe ich schon direkt am Anfang gemerkt, oh weia, das wird eine ziemliche Herausforderung. Und ich habe auch ehrlich gesagt nicht daran geglaubt, dass ich das länger als ein halbes Jahr durchhalte. Das habe ich dann auch den Kommilitonen mitgeteilt, weil es gab ein paar, die sich dann doch mit mir unterhalten wollten. Ich wollte mit niemandem reden, es waren ja alles Fremde und sehr viele. Da habe ich direkt gesagt, wisst ihr was, ich glaube, ich hau hier direkt wieder ab. Das hat manche zum Lachen gebracht, weil die gesagt haben, ach komm, wir, am Anfang sind wir alle so drauf, das ist nicht schlimm. Wirf doch nicht gleich die Flinte ins Korn. Ich so, ja, vielleicht habt ihr ja recht. Ich versuch's mal, ich gebe dem Ganzen eine Chance. Ich habe die erste Woche hinter mich gebracht, war dementsprechend schon gut verunsichert, weil ich wusste, oh Mann, das ist ja gar nicht so deins. Und ich habe mir auch Gedanken gemacht, was willst du mit diesem Abschluss machen? Ich weiß es nicht. Aber ich habe gedacht, okay, schusterst du dir mal irgendwas zusammen aus, Vorlesungen und Übungen und Tutorien, was es da alles gab. Ich musste mich im Gebäude zurechtfinden, so Universitätsgelände sind meistens relativ groß und unübersichtlich, da muss man erstmal ein halbes Jahr überhaupt sein, bevor man kapiert, wo was ist. Und generell habe ich es einfach nicht verstanden. Ich habe gedacht, man bekommt einen Plan zugeteilt, aber nein, man muss sich alles selber einteilen. Wenn man lustig ist, kann man nur eine Vorlesung pro Semester besuchen. Man muss nur die Semestergebühren bezahlen, die sogar gar nicht mal so niedrig waren, aber auch nicht hoch. Dann habe ich über Umwege erfahren, dass es Leute gibt, die einem da helfen. Vor Ort habe ich gesagt, okay, mache ich. Habe ich in Anspruch genommen. Die haben mir auch erstmal den ganzen Plan durcheinander geschmissen, weil die gesagt haben, also so wie sie es gemacht haben, würde ich es nicht empfehlen. Das funktioniert nicht für die meisten Leute. Und sie haben sehr wichtige Dinge gar nicht belegt. Sie müssen auch Klausuren schreiben und sowas. Ich so, okay. Naja, habe ich dann gemacht. Ich bin in die Vorlesung gegangen. Manches war sogar recht interessant, gerade im Bereich Jura, Staatsorganisationsrecht. Da mussten wir erstmal lernen, wie funktioniert so ein Staat überhaupt, bevor man sich mit dem Recht auseinandersetzen kann, beziehungsweise dem deutschen Staat, weil das deutsche System ja jetzt nicht irgendwie mit dem System im Sudan oder so verglichen werden kann. Aber auch in der Politikwissenschaft, was ein halbes Soziologiestudium ist, für das ich mich nicht interessiert habe, gab es sehr interessante Geschichten. Aber ich gebe zu, ich habe dann doch in den Vorlesungen mich doch eher gelangweilt und habe geguckt, was kann ich sonst so machen. Ich habe einen Laptop geschenkt bekommen als Studieneinstieg und ich habe, wenn ich den mitgenommen habe, während der Vorlesung alles Mögliche mit dem Teil gemacht, aber nicht mitgeschrieben oder sowas. Es gab auch Professoren, die haben ihre kompletten Folie, alles, was sie gesagt haben, auf eine Folie geschrieben und dann online hochgeladen. Da wusste ich dann, ja, da brauchst du eigentlich gar nicht hingehen, weil das steht sowieso alles drin. Es gab aber auch einen, der war ein bisschen, ja, arschlochmäßiger, was das angeht, in Verfassungsgeschichte im Bereich Jura. Der hatte auf seiner Folie pro Vorlesung vielleicht 2, 3, 4, 5 Punkte, wenn er mal gut war. Und die restlichen 1,5 Stunden, die er geredet hat, ja, da musste man da sein. Also
wenn du die Folie dir runtergeladen hast, war da nichts drin. Da waren zwar die Punkte, worum es ging, aber keine detaillierten Infos. Das heißt, da wusste ich, okay, da sollte ich vielleicht lieber hingehen. Ich könnte ja was Wichtiges verpassen. Und naja, in einem Fach gab es dann auch durch eine Übung eine Hausarbeit. Die habe ich mit anderen Leuten, die ich nicht kannte, auch gemacht. Ich glaube sogar, es war die einzige, die ich überhaupt gemacht habe. Alles andere hat mich dann nicht mehr interessiert. Ich weiß bis heute die Note nicht. Ich meine, es ist knapp bestanden gewesen, aber unterm Strich war es Müll. Vor allem, weil ich auch nicht viel gemacht habe, aber nicht aus Bosheit, sondern weil ich es einfach nicht besser konnte. Ein paar Leute hat man natürlich auch kennengelernt, weil es gibt doch Leute, die einen ansprechen, wenn man alleine da so sitzt und sagen, hey, ne, wer bist denn du eigentlich? So, ach ja, ich bin der Nick. Und wie ist dein Name? Ja, ich heiße so und so. Und ich so, okay, ne, nice to meet you. Was machst du hier? Gefällt dir das? Da gab es unter anderem auch eine junge Frau, mit der ich mich ganz gut verstanden habe. Da haben wir uns quasi schon immer so verabredet für diese eine Vorlesung, damit wir uns nebeneinander setzen. Die war auch ganz gut dabei. Und ich weiß noch, einmal hat sie mir, glaube ich, was ausgegeben oder so. Also war ziemlich nett von ihr, weil ich gesagt habe, oh, ich habe so Hunger. Da hat sie mir ein paar Kekse gegeben. Und ein anderes Mal, als wir uns dann frisch getroffen, hat sie gesagt, oh, Nick, hey, schön dich zu sehen, aber ich habe ganz schön Durst. Ich so, okay, nur Durst? Hast du dein Wasser vergessen oder so? Ja, nee, Wasser habe ich schon, aber mich dürstet es so nach Orangensaft. Ich so, na, warte mal kurz. Ich so, sie wollte mich schon daran hin. Nein, 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 nein. Ich so, nein, nein. Da gibt es jetzt keinen drin, gute Frau. Ich gehe dir jetzt einen Orangensaft kaufen in dem Laden, den es in der Universität gab. Hat auch nicht lange gedauert. Zum Glück war der Vorlesungsraum, also der Saal direkt in der Nähe. Dann habe ich ihr für 1,50 so einen Orangensaft gekauft und ihr gegeben. Hier, bitteschön, dafür, dass du mir neulich was gegeben hast. Ich so, ach, das wäre ja auch nicht nötig gewesen. Die wollte es nicht annehmen. Aber die kamen, glaube ich, auch aus einer anderen Kultur, irgendwie auch so aus dem islamischen Bereich. Ich weiß es nicht mehr so genau. Und da ist es erstmal üblich, immer ablehnen, ablehnen, ablehnen. Wenn du was bekommst, das ist da irgendwie Kultur, das ist so Sitte. Du darfst nicht Sachen direkt annehmen, weil das gilt sonst als gierig. Versteht der Deutsche nicht, aber ich habe mir gedacht, so muss es sein. Als ich dann zum dritten Mal gesagt habe, hier, nein, es ist für dich, bitteschön. Ich meine, es ist gut, hat sie gesagt, ach, okay, vielen Dank. Den hat sie auch sehr gerne getrunken. Das war ganz lustig. Danach habe ich aber beschlossen, nach einem halben Jahr, okay, das führt zu nichts. Ich habe auch eine Klausur geschrieben, die ich glaube ich auch nicht bestanden habe. Ich weiß nicht, war ein Multiple-Choice-Test. Ich hätte nicht gedacht, dass man an der Universität in der Klausur einen Multiple-Choice-Test ist. Ich habe mit langen Texten geschrieben, die man da schreiben muss, aber nee, man kann auch einfach bestehen, indem man nur was ankreuzt. Und ich habe mir gedacht, na, vielleicht liegt es ja an den Fächern. Hab die Fächer gewechselt, welche ist nicht so relevant, weil ich habe direkt in der ersten Woche des neuen Semesters gesagt, nee, also ihr könnt mich mal, das will ich nicht. Und ich verlasse die Universität. Nun, das war das Ende meiner Universitätskarriere. Ich bin noch eine ganze Weile eingeschrieben gewesen, weil ich noch in diesem Wohnheim leben wollte. Und ich wusste, es wird schwierig, eine neue Unterkunft zu finden, vor allem wenn man auch kein Geld hat. Aber unterm Strich bereue ich den Abbruch nicht. Selbst wenn ich das gemacht hätte, ich glaube, ich hätte mit diesem Bachelor nicht viel machen können, auch erst recht nicht ohne Master. Der Markt für Soziologen, der ist doch relativ gering und ich wollte auch einfach kein Soziologe sein. Ich wusste allgemein nicht, wohin mit mir und ich habe einfach irgendwas studiert. Deswegen gebe ich an euch den Tipp heraus, falls ihr studieren möchtet, dann studiert nicht irgendwas, sondern etwas, was euch gefällt. Meinetwegen auch ein Orchideenfach. Es gibt ja wirklich absurde Dinge, die kein Mensch belegt. Oder wo man sagt, die bringen nichts, zum Beispiel Japanologie, also die Lehre des Japan, des Alten und des Modernen. Wenn ihr aber sagt, ach, ich lerne gern Japanisch, ich interessiere mich für die Kultur, ich möchte mich damit arbeiten, dann macht es. Auch wenn vielleicht die Bezahlung nicht so gut ist wie Ingenieurswissenschaften oder sowas oder Humanmedizin, also wenn eure Eltern sagen, ihr sollt Ärzte werden, aber ihr keinerlei Talent dafür habt, eure Noten vielleicht nicht gut genug sind, dann sagt, nee, ich schreibe mich für was anderes ein. Macht etwas, womit ihr euch gerne beschäftigen wollt. Weil Leute wie ich, die sich da durchmogeln wollen, das wird in der Regel nicht funktionieren. Und wenn dann nur mit sehr teuren Ghostwritern, davon habt ihr dann aber auch nichts, weil ihr selbst die Leistung nicht erbracht habt. Und das fällt irgendwann auf, ziemlich sicher. Gut, das war es tatsächlich schon mit dem Videostudium. Hier endet tatsächlich auch meine Biografie schon. Was? Ja, ich weiß, ich weiß. Ihr werdet sagen, hey, du bist doch jetzt erst 18, 19. Du musst ja jetzt schon viel älter sein. Was ist denn jetzt? Ich hoffe, ihr habt großes Verständnis dafür, dass ich das nicht sagen möchte, aus Datenschutzgründen. Ich kann nur sagen, dass meine Reise hier mit euch hier zu Ende ist. Aber das Format Autism Talk ist noch nicht zu Ende, denn anstatt einer Chronologie wird es ab jetzt nochmal um Themen gehen. Das heißt, auf einzelne Themen wie zum Beispiel Familie, Freunde, Liebesbeziehungen, dazu werde ich auch nochmal Videos machen und das eben quasi nicht chronologisch.
Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran. Es war mir bisher ein großer Spaß. Und wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Und im nächsten Video, beziehungsweise im nächsten Themenvideo, im allerersten, wird es um das Thema gehen, wie hat meine Familie auf meine Diagnose reagiert? Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal ein. Mein Name ist Nick de Tranche. Habt noch einen schönen Tag und auf Wiederhören.